Wir schauen in den Nahen Osten auf den Gazastreifen, auf Gaza-Stadt. Aktuelle Live-Bilder, die uns erreichen. Wir sehen am Horizont dicke, dunkle Rauchwolken, die natürlich von den nächtlichen Angriffen des israelischen Militärs herrühren. Und da hat ja das israelische Militär jetzt auch mitgeteilt, dass man unter das Al-Shifa-Krankenhaus gekommen ist und dort eben tatsächlich wohl eine Kommandozentrale der Hamas ausmachen konnte, auch Waffen gefunden hat. Weitere Details dann auch im Verlauf der Sendung hier bei Welt. Angriffe gibt es also im Gazastreifen und aus dem Gazastreifen. Aber das Ganze solle es doch so bitte nicht mehr geben, sagt der UN-Sicherheitsrat. Er hat eine Resolution angenommen mit der Forderung nach ausgedehnten Feuerpausen für den Gazastreifen. 12 der 15 Mitgliedstaaten stimmten für den von Malta vorgelegten Entwurf. Großbritannien, Russland und die USA enthielten sich. Der Text fordert mehrtägige humanitäre Pausen und Korridore im Gazastreifen, damit Hilfsgüter in das Palästinensergebiet gebracht werden könnten. Außerdem werden die Hamas und andere Gruppen aufgerufen, sofort alle Geiseln freizulassen. Israels Außenministerium teilte mit, man lehne längere humanitäre Feuerpausen ab, solange 239 Geiseln in der Gewalt der islamistischen Hamas seien. Aber man merkt, der internationale Druck auf Israel, der ist weiterhin da, wächst vielleicht sogar ein Stück weit. Und das womöglich auch ein Grund, weswegen die israelische Armee jetzt umfangreiche Videoaufnahmen veröffentlicht hat aus dem Al-Shifa-Krankenhaus. Die Bilder zeigen Waffen, Uniformen, Funkgeräte. Sie sollen beweisen, dass Israels Vorgehen so gerechtfertigt ist. Krankenhäuser sind keine Kriegsschauplätze, das sagt der Leiter des UN-Nothilfebüros, betont noch einmal das Völkerrecht nur. Was tun, wenn Terroristen sich unter und in einem Krankenhaus verschanzen? Dann sind es Kriegsverbrechen der Hamas. Aufnahmen aus dem Inneren der Al-Shifa-Klinik im Gazastreifen. Veröffentlicht vom israelischen Militär zum Beweis, dass die Hamas humanitäre Einrichtungen tatsächlich als Waffendepot und Kommandozentralen missbraucht. Wenn Sie mir hinter das MRT-Gerät folgen, zeige ich Ihnen, was unsere Truppen vor wenigen Minuten gefunden haben. Aus militärischer Sicht ist dies ein Grabbag, ein Grab-and-Go eines Hamas-Kämpfers. Hier können Sie die militärische Ausrüstung sehen. Da ist eine AK-47, da sind Patronen und Munition. Hier sind Granaten zu sehen. Natürlich sind hier auch Uniformen. Und all das wurde ganz bequem und heimlich hinter dem MRT-Gerät versteckt. Im Flur entdecken die Soldaten einen Schrank voller Waffen, in einem weiteren Raum eine komplette militärische Ausrüstung von einem Hamas-Terroristen. Munition, Kampfweste, Stiefel, Uniform. Außerdem einen Laptop und taktischen Funk, was beweisen soll, dass das Krankenhaus als operatives Hauptquartier genutzt wurde. Wann und wo die Bilder aufgenommen worden sind, lässt sich nicht überprüfen. Die Hamas dementiert die Berichte als offensichtliche Lüge und Farce. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation befinden sich mehr als 2000 Menschen in der Shifa-Klinik. Die WHO bezeichnet das Eindringen des israelischen Militärs als inakzeptabel. Patienten und Krankenhäuser müssten geschützt sein, selbst wenn Krankenhäuser als militärische Zwecke dienen. Unterdessen macht US-Präsident Biden deutlich, er sieht erst bei einer völligen Ausschaltung der Kampfkraft der Hamas eine Chance auf ein Kriegsende und drängt weiter auf eine Zwei-Staaten-Lösung. Ich kann Ihnen sagen, dass ich nicht glaube, dass es endet, bevor es eine Zwei-Staaten-Lösung gibt. Ich habe den Israelis deutlich gemacht, dass ich es für einen großen Fehler halte, wenn sie glauben, sie könnten den Gazastreifen besetzen und halten. Ich denke, das wird nicht funktionieren. Unterdessen versammelten sich am Abend Demonstranten und Familienangehörige israelischer Geiseln in Tel Aviv, forderten die Regierung auf, ein Geiselabkommen mit der Hamas zu schließen, um ihre Liebsten nach Hause zu bringen. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.